Ich habe 100 Tage Transport-Tycoon überlebt. Ich starte auf einer neuen Zufallskarte am 1. Januar 1950 mit 400.000 D-Mark. Oh, erstmal einen freshen Manager erstellen. Rudi. Rudi, der alte Logistiker. Die Firma heißt jetzt Rudi Transport, das passt. Ein kurzer Blick auf die Karte fand ich die nächstbeste Stadt. Stuttgart an der Spree liegt direkt neben Köln. Klingt vielversprechend. Ich baute also den berühmten Stuttgart-Köln-Tunnel, um beide Städte mit einer Straße zu verbinden und platzierte jeweils eine Bushaltestelle. Drei Busse gekauft, hatte ich meine erste profitable Buslinie. Aber das war noch nicht alles, denn das Kölner Sägewerk wollte mit Baumstämmen versorgt werden. Und da Kevin gerade nicht in der Nähe war, baute ich eine einsame Schiene bis zum Wald der nächsten Nachbarstadt. Während die Stuttgarter damit beschäftigt waren, den ersten Bus zu fahren, kaufte ich mir eine Dampflok mit Holzwaggons, die ab sofort das Sägewerk beliefern kann. Und als meine Buslinie mit 2256 Mark pro Strecke die ersten Profite erwirtschaftete, kam schon der 11. April und damit waren 100 Tage vorbei.